Das war mal ein Frühstück, ne? Ja, war eigentlich nur Brötchen und Marmelade. Das am Reis. Sieht wild aus, als ist. Aber das ist unser Hostel hier. Ich weiß nicht, ob ich noch. Halt mal hier oben hin. Das ist nämlich hier. Das ist so ein kleiner Innenhof, so eine kleine Terrasse im Innenhof. Da geht's rein in unser Zimmer. Ist er aufgeräumt? Das zeigen wir später. Erstmal, wir fühlen uns ein bisschen krank. Wir wissen nicht warum, weil hier ist die ganze Zeit Sonne und heiß. Mir geht's gut. Du hast gesagt, du fühlst dich auch. Ja, ich fühle mich ein bisschen schlapp, aber das ist nämlich. Wir sind jetzt Frühaufsteher geworden. Ach so, nee, ich fühle mich krank. Ich habe ein bisschen Nase zu und meinen Stirn. Egal. Wir sind jetzt auf jeden Fall in Arequipa. Aber. Wir haben nämlich oft die Frage bekommen, ja, ihr reist ja so spontan und wie macht ihr das denn, wenn ihr in der Stadt ankommt und womit organisiert ihr euch? Perfekter Tag, um diese Frage zu beantworten, weil wir nämlich hier in Arequipa sind und wir jetzt einfach mal so zeigen, was wir machen, wenn wir in der Stadt ankommen, von der wir keinen Plan haben und wie wir dann uns einen Plan entwickeln. Wie fangen wir jetzt an? Googeln. Also, wir googeln. Und außerdem, mega cool, als wir geschrieben haben, dass wir in Peru ankommen, hat uns die Anne von Going Vagabond, auch ein Reiseblog, hat sie uns geschrieben, hey, ich habe hier zusammen mit der anderen Bloggerin, die Nora Teichert, heißt sie, von Info Peru, haben die ein E-Book erstellt. Quer durch Peru. Sieht so aus. Und hat, ich glaube, über 300 Seiten oder so. Alles ja, komplett von Norden bis Süden, egal was. Also vielen lieben Dank dafür. Richtig cool. Wir packen den Link mal unten rein. Wir sammeln dann immer ganz viele Infos, erstmal ganz viele Links. Und manchmal bekommen wir auch Tipps von euch noch. Dann nutzen wir immer Evernote dafür. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist hier so ein Programm. So ein digitales Notizbuch. Bin ich drin? Du warst drin, ja. Da kann man sich hier links kann man sich verschiedene Notizen anlegen. Und hier haben wir jetzt halt Arequipa. Gut, da sind jetzt erstmal nur Links. Und die gehen wir jetzt einfach mal durch. Plaza de Armas, das ist klar. Plaza de Armas ist hier in Peru immer von jeder Stadt so das Hauptding, der Hauptplatz. Und warum, das weiß Daniel, hat er letztens gelesen. Da habe ich mich mal informiert. Ne? Ich wollte das echt mal wissen. Wir sind überall immer angekommen und überall hieß es immer hier der große Platz, Plaza de Armas. Und da ist alles los. Plaza de Armas. Das ist der Hauptplatz, da ist eine große Kirche mal meistens an dem Platz, die Hauptkirche von der Stadt. Plaza de Armas. Ist immer ganz stolz, wenn er sich Namen merken kann. Und ringsrum sind auch immer alles so Verwaltungsgebäude groß, meistens recht prunkvoll. Und das waren früher wohl Waffenkammern. Und generell wurde der Platz genutzt für Soldaten, dass die Truppen sich immer da getroffen haben. Und deswegen ist jetzt der Name gekommen, Plaza de Armas. Ich denke mal Platz der Waffen. Ah. Ja. Und jetzt, wie gehen wir jetzt? Wir haben jetzt was gefunden. Jetzt kommt Schritt 2. Ja, jetzt kommt. Da haben wir eine App, die haben wir, die heißt Maps.me. Die ist eigentlich ganz cool. Das ist eine... Oder Triposo. Und zwar ist das eine Offline-Karte von der Stadt, da kann man sich dann per GPS durchnavigieren. Man kann sich selber so kleine Pinnchen reinsetzen und die markieren. Ich zeige das gleich mal. Ich suche aber erstmal rote Stecknadel, kann man dann da hinsetzen. Klickt drauf, drückt auf Navigieren und zack hat man die Route, wie man da hinkommt. Und so machen wir das jetzt eigentlich mit den ganzen Sachen, die wir uns jetzt hier angucken wollen. Die markieren wir jetzt hier und dann gehen wir los. Mal auf, was das für eine richtig geile Stadt hier ist. Verflucht schön. Auf jeden Fall lecker. Hier ist so ein ganz klein bisschen scharf ist das, aber es ist richtig sauer. Immer wenn man es im Mund nimmt, zieht das so ein bisschen so über den ganzen Mund zusammen, oder? Ja. Ist jetzt wohl roher Fisch und dann ist hier sowas wie Zitronensaft und so, ist da drüber gelegt, Zitronengras glaube ich auch. Was das hier ist, das weiß ich nicht. Das ist glaube ich das ist sowas wie Mais. Ja, ist das Mais? Das ist Mais. Wo ist das denn? La Casa de la Trucha. Ja, das Internet ist sich einig, dass es hier das Beste und Frischeste gibt. Weil längst das so ein kleiner, liebenswerter Opi-Besitzer, der richtig stolz auf sein Ceviche ist, direkt gesagt hat, ja, es ist buen hier, alles gut. Nee, also wer hier ist, da hingehen. Ja. Das Coole ist, dass es hier alles recht zentral ist. Kommt nämlich raus. Und sind bei der ersten Sehenswürdigkeit. Ja. Ich glaube, hier sind wir in einer mega Sehenswürdigkeit. Also zumindest... Sagt der Preis ist. Das Ticket kostet 10 Euro pro Person. Ja. Wir dürfen nur nicht laut sein, weil hier steht groß Silenzio.
Bevor es jetzt hier losgeht, wollen wir mal erklären, wo wir sind. Das ist ein Kloster. Eine Stadt in dieser Stadt, sagt man. Genau, das ist eine abgeschottete Stadt gewesen. Und hier steht, dass sie mit der Öffnung von der Stadt ist Arequipa wohl eine riesen Touristenattraktion geworden, weil alle plötzlich hin wollten, sich die Stadt angucken wollten. Um uns zu zeigen, was hier wirklich alles drin ist, was das für eine Stadt ist. Und das gucken wir uns jetzt an. Also das Kloster war anscheinend tatsächlich komplett abgeschnitten von der Außenwelt und die Nonnen, die hier gelebt haben, hatten einfach keinen Kontakt nach draußen, außer diesen Raum hier. Die konnten sich dann hier an das Gitter stellen und dann konnten die mit Besuchern von außen konnten die reden. Vor allen Dingen vor 40 Jahren saßen die hier noch. Schon krass hier. Wenn man sich vorstellt, dass die gerade mal vor 30, 40 Jahren oder so aufgehört haben, hier so zu leben, wie man das hier gerade sieht. Ich muss aber sagen, diese Öfen hätte ich gerne. Die sind geil. Jetzt mal ohne Scheiß, das sieht doch aus wie ein Märchen hier, oder? Guck mal. Flo. Ich komme da nicht drauf klar. Guck mal. Das ist so eine schöne kleine Stadt. Dass das noch gar nicht irgendwie so als... Weiß ich auch nicht. So, wir gehen jetzt aber mal raus hier, ist schon 3 Uhr und wir möchten euch ja noch alles andere von der Stadt hier zeigen. Zum Beispiel Plaza de Armas. Das ist einer der schönsten Ecken, die wir hier in Peru gesehen haben. Und die Stadt heißt übrigens auch die Weiße Stadt. Es gibt 2 Theorien. Zum einen, weil die gesamten Gebäude hier weiß sind und das aus dem Gestein des Vulkans, der hier drumherum ist. Ach stimmt, dahinter sind Vulkane, die sieht man noch nicht. Oder aber weil als die Spanier hier hinkamen, die den Peruanern verboten haben, hier in diesem Zentrum zu leben. Und deswegen hat man dann gesagt, ja, hier wohnen nur Weiße, dann nennen wir das die Weiße Stadt. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass sie, also wenn ihr hier seid in Arequipa, geht auf jeden Fall in dieses Kloster, ne? In dieses Kloster rein. Das ist der Hammer gewesen. Kommt sie trotzdem zu mir. Kein Problem für dich wie zu Hause. Wo soll ich? Einmal von unten so hochfilmen. Von unten? Ja, sofort. So, wir machen heute gar nichts mehr. Wir bleiben jetzt hier, füttern Tauben und haben Spaß. Hauptsache, sie kackt nicht gleich drauf. Guck mal, die Kratzer. Mit einer Taube habe ich besonders Freundschaft geschlossen. Die weicht mir nicht mehr von der Seite. Ich kann mit der hier, kann ja einfach mit der hier langlaufen. Ist das geil? Ist das genauso witzig, wenn man es guckt, oder ist das nur für uns cool? Ja, das war der Plaza de Armas. Es ist einfach nur eine Bank. Okay, also das ist eine Bank. Also das sind ja einfach die einzelnen Räume, wie man das sonst kennt, wenn man in eine Sparkasse geht. Aber wir haben gelesen, dass die alten Gebäude extra deswegen zu Banken oder zu Restaurants umgewandelt haben, damit die einen praktischen Nutzen haben, weil das die beste Art der Instandhaltung ist.
gar nicht, ob wir das schon gesagt haben oder ob man es überhaupt sieht, aber die Arequipa, das ist überall. Nee, ich glaube, man sieht es nicht. Anja, macht, dass ihr es sehen könnt. Jetzt. Jetzt hat man es gesehen. Arequipa ist ringsherum umgeben von Bergen, bis zu 6000 Meter hoch. Hallo? Ja. Von dem Vulkangestein haben die das auch hier alles gemacht, weswegen das alles so weiß ist. Aber es ist schon voll spät, weil wir viel zu lange in diesem Kloster waren. Ja, zu lange mit den Tauben rumgeblödet haben. Da an der müssen wir noch so eine bunte Süßigkeit hier kaufen. Sonst geht's heute Abend quengelig ins Bett. Ja, ich habe immer noch Kopfschmerzen auch. Vielleicht hilft das ja. Füllung heißt übrigens Dulce Leche, bedeutet süße Milch. Nehmt die als Brotaufstrich. So, jetzt ist ein bisschen später am Abend. Wir haben erfolgreich nicht alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Das ist aber immer so. Und das Coole ist, dass wir ja kein Zeitlimit haben und dass wir deswegen einfach länger bleiben können und uns den Rest einfach morgen angucken. Ja, aber die Tauben waren zu cool, die Zeit musste sein. Und das Kloster auch, das war der Hammer. Ja, aber die Arme, die brennen immer noch. Ja, ja, und ich habe jetzt auch noch mehr Kopfschmerzen bekommen, deswegen gehen wir jetzt mal zurück ins Hostel. Aber jetzt guck mal, warte mal, eins noch, die Berge. Guck mal. Wir sind jetzt im Hostel. Fällt euch was auf? Eins, zwei, drei. Wieder drei Betten. Ja, für vier Leute. So, auf jeden Fall ist das hier unser Zimmer. Das wollten wir einmal kurz zeigen. Groß. Ja, groß, ne? Oh, das ist viel zu fest zugemacht. Daniel zeigt euch jetzt das Zimmer. Und jetzt kommt noch so ein kleines Highlight. Das nutzen wir eigentlich viel zu selten. Mit Blick auf die Berge. Hier unten die Straße runter, da ist direkt der Plaza de Armas. Bei sowas merkt man das echt. Also der Einfluss ist ja fast schon untertrieben zu sagen, der Spanier, die hier hingekommen sind. Und das ist, Arequipa ist glaube ich auch die einzige Stadt, die absolut keine Inka-Ruinen mehr hat, wo alles nur noch solche Kolonialbauten von den Spaniern hier sind. Also richtig cool, die Stadt.